Und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Pucci und Yoshis Woolly World. Heute sind wir in der letzten Welt. Und weil diese Welt auch ziemlich düster ist, habe ich meine Beleuchtung in meinem Zimmer ein bisschen angepasst an die Stimmung hier. Ich hoffe, das findet ihr cool, weil ich finde es auf jeden Fall cool. Ich glaube, das ist mal ein bisschen was anderes, ne, für euch, mal ein bisschen eine andere Beleuchtung zu sehen. Und ja, deshalb dachte ich mir, mache ich das, weil ja, ich denke, das ist ganz cool. Also ich finde es auf jeden Fall cool, ne? Ich habe ja hier solche LED-Stripes, habe ich mir mal gekauft. Und ja, die können ja auch in verschiedenen Farben leuchten, ne? Das kann ich ja von einer Fernbedienung aus steuern. Die können auch in verschiedenen Farben leuchten. Und deshalb dachte ich mir, ja, mache ich da einfach ja, die blaue Beleuchtung an. Weil ist ja auch blau, ne, in dieser Welt. Also das Level jetzt nicht so. Aber die Overworld ist ja ziemlich blau und lila und dunkel und so. Ja, lila könnte ich auch nehmen. Aber ich dachte mir, ja, blau passt vielleicht noch ein bisschen besser. Keine Ahnung, hat mir jetzt mein Gefühl so gesagt. Und ja, deshalb mache ich das. Ich meine, man sieht ja trotzdem mein Gesicht immer noch sehr gut. Das habe ich vor dem Part extra geschaut. Und ich habe hier auch noch so eine kleine Minilampe leuchten. Eben, dass das noch mal ein bisschen heller ist, ne, für euch. Und ja, ist auf jeden Fall, wie gesagt, mal was anderes, denke ich mal. Habt ihr eigentlich auch irgendwie solche LED-Teile oder so in eurem Zimmer? Oder bei euch zu Hause allgemein? Könnt ihr ja auch mal schreiben. Also ich habe mir das vor einiger Zeit, habe ich mir diese LED-Stripes mal im Baumarkt gekauft tatsächlich. Weil ich das, ich habe das gesehen und das fand ich ganz cool. Und ja, habe ich meinen Onkel gefragt, also einen von meinen Onkels, jo, ob er mal kommen kann zum Festmachen. Natürlich ist er monatelang nicht gekommen und er ist bis heute auch noch nicht gekommen. Aber dann dachte ich mir an einem Tag, okay, leck mich Onkel. Ja, ich nenne jetzt keine Namen, ich habe ja mehrere Onkels. Aber der ist auf jeden Fall nicht gekommen. Den Onkel, den ich herbestellt habe. Der hat auch gesagt, okay, er kommt, aber wie gesagt, ist er nicht. Und deshalb, ja, habe ich es einfach mal selber gemacht. An einem freien Tag. Beziehungsweise, ich glaube, das war sogar mal an irgendeinem Wochenende, wo ich das gemacht habe. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ist jetzt auch schon wieder einige Monate her, glaube ich. Aber habe ich auf jeden Fall selber festgemacht. So schwer war es jetzt auch nicht, aber ja, vor allem mit dem Heben und so wäre es ein bisschen schön gewesen, Unterstützung zu haben. Oh Mann, und da bin ich tot. So. Was gibt's denn hier eigentlich? Hier gibt's ein Blümchen. Auch schön. Ne? Kann man sich auf jeden Fall auch gönnen. Und hier oben gibt's noch was. Oh. Aha. Interessant. Vielleicht auch wieder ein Wollknäuel oder so. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ein paar Juwelen. So, gibt es hier oben irgendwas? Oder gibt es irgendwas, wenn ich alle Juwelen einsammle? Ich glaube, ich muss alle Juwelen einsammeln, oder? Ja. Und dann kriege ich hier so ein Wollknäuel. Nice Sache. Bisher habe ich auch alle von diesem Level. Und natürlich wieder vorm nächsten Checkpoint gestorben. Ah komm, mittlerweile ist es auch nicht mehr witzig. Also für mich zumindest. Ihr lacht euch bestimmt den Arsch ab. Ihr Ärsche, Mensch. Ich glaub's ja nicht. Ja, ist ja okay. Ich find's ja auch irgendwo witzig, ne? Ich find's ja auch irgendwo witzig. Aber ein bisschen fies ist es auch, dass ich, wenn ich sterbe, meistens vor einem Checkpoint sterbe. So 5 Meter davor oder so.
Was gibt's denn da unten noch? Da unten habe ich noch was gesehen. Oh, was ist denn hier? Noch ein Blümchen. Aber das ist mir jetzt ehrlich gesagt zu riskant. Kant. Mann, und schon wieder tot. So. Und jetzt hier hoch. Jawohl. So, bestimmt gibt es hier jetzt noch irgendwo das letzte Wollknäuel, oder? Vielleicht hier? Vielleicht hier? Hier oben ist was. Was ist hier oben? Was ist hier oben? Eine Bonus-Area. Schade, aber nur die letzte Blume. Kriege ich jetzt noch das letzte Wollknäuel? Bitte? Das hätte ich jetzt schon gern eigentlich. Das letzte Wollknäuel. Aber keine Ahnung. Ah, hier. Hier, Leute. Hier. Okay, das war aber ziemlich auf dem Weg, oder? Das war ja sogar auf dem Weg. Ja, moin. Aber nice, ne? Ich meine, ich habe alle Wollknäuel. Ich habe alle Wollknäuel. Mehr wollte ich nicht. Ne? Und ja, das heißt, wir haben wieder einen neuen Skin freigeschaltet. Das ist auf jeden Fall auch eine nice Sache. So, und was ist dieser Skin? So eine Spinne, ne? Soll es, glaube ich, darstellen. Oder? So ein bisschen. So ein bisschen. So. Und jetzt geht's ins Schnappnahtgebirge. Das klingt auch spannend. Muss ich schon sagen. Klingt auch spannend. Schnappnaht. Was soll denn das heißen? Schnappnaht. Ich habe gar keine Ahnung gerade. Ich kann mir unter dem Begriff Schnappnaht kann ich mir gerade gar nichts vorstellen. Ach, das waren die Dinger. Na gut, dann weiß ich es wieder. Ja, wenn man die abwirft, dann kleben die quasi an so einer Stelle fest. Ich glaube, das sind diese Schnappnähte. Ich glaube, das waren die Viecher, ne? Ich glaube schon. Und wenn nicht, dann täusche ich mich hier jetzt gerade anscheinend. Ja, aber wäre ja auch nicht allzu schlimm, ne? Weil jeder Mensch täuscht sich mal, habe ich mir sagen lassen. Ich weiß nicht, ob das stimmt, weil ich täusche mich eigentlich nie. Das heißt, bin ich eigentlich nicht so gewohnt. Aber, ja, kann schon stimmen, dass sich andere Menschen öfters täuschen. Das kann schon sein. Alter, was ein Skillersprung. Leute, komm, dafür jetzt ein Like, ja, und ein Abo, wenn ihr noch nicht abonniert habt. Aber natürlich nur, wenn ihr wollt, ne? Müsst ihr ja trotzdem nicht, auch wenn ich so bin. Müsst ihr trotzdem nicht. Alles gut. So, was ist das für eine Röhre? Wo führt die mich hin? Jetzt mal gucken. Ah, schau mal. Da kriege ich wieder so eine Fähigkeit. Vielleicht auch eine neue Fähigkeit. Oder eine alte. Ich weiß es auf jeden Fall nicht. Regenschirm, Yoshi. Den hatten wir schon, ne? Den hatten wir schon. Ich glaube, das war sogar die erste Fähigkeit, die wir hatten in diesem Baumlevel in Welt 1. War der, glaube ich, auch schon mal. Kann ich irgendwie... Okay, ich mache einen auf Turbo. Ich mache einen auf Turbo. Aber das schaffe ich nicht mehr, oder? Nee, schaffe ich nicht mehr. Schade. Schade. Oh Mann, ich jetzt nochmal probieren können, ne? Egal. Egal, komm. Habe ich jetzt auch nicht so viel Lust drauf. So, komm. Lass mich wenigstens... Ja, okay, das reicht mir nicht mehr da hoch. Oh Mann. Das reicht nicht mehr. Böse. Böse. Ja. Dann werfe ich den jetzt am besten ab. Ups. Ja, moin. Das war ein toller Fail. So. Das dürfte gut passen. Jawohl. Endlich mal hier oben. Oh Mann, ey. Oh Mann, ey. Aber ich glaube, das wird auch angezeigt, ne? Wo man den am besten anhalten soll.
So, dann halte ich den hier an. Und den da ungefähr. Jawohl. Ah, das wird einem sogar leicht markiert. Sage ich mal. Was gibt's hier? Okay, paar Juwelen, ein paar Kristalle. Nicer Scheiß. Und check the point. Jawohl. Jo. Ich wollte dich eigentlich nicht töten. Ich brauche ja auch noch ein bisschen Wolle. Ne? Aber egal. Hat ja jetzt auch nichts ausgemacht, dass ich den getötet habe. So. Und dich noch. Jawohl. Beziehungsweise, ja gut. Wenn ich den esse, dann töte ich den ja auch. Aber das ist dann egal, weil dann habe ich Wolle. Dann ist es nicht so schlimm. Leute, das könnt ihr euch merken. Wenn ihr jemanden tötet, ist alles kein Problem, solange ihr Wolle kriegt von demjenigen, wenn ihr den tötet. Dann ist das kein Problem. Dann ist Mord erlaubt. Ne? Steht sogar im Gesetzbuch. Für diejenigen, die es mir nicht glauben, guckt nach. Ne? Steht im Gesetzbuch. Mord ist erlaubt, wenn es sich um Wolle handelt. Ne? Wenn es sich um Wolle handelt, kein Problem. Easy. Ja? Ihr müsst einfach behaupten, okay, ich habe jemanden getötet, um Wolle zu bekommen. Dann kein Problem. Ja? Dann ist es akzeptiert. Ich meine, wir leben in einer Demokratie. Und von dem her, Wolle ist da schon ein wichtiges Gut. Ne? Ist schon wichtig, Wolle. Dass man genug Wolle hat in der Demokratie. Und ja, deshalb, komme was da wolle, ne, würde ich sagen. Komme was da wolle, selbst wenn man töten muss. Oh Mann, ey, was laber ich wieder? Was laber ich wieder, Leute? Könnt ihr mir das erklären? Wahrscheinlich nicht, oder? Wahrscheinlich nicht, ihr denkt euch auch so, hä? Was labert der? So ein Spacko. Aber, mir egal. Ja? Dann haltet mich halt für einen Spacko. Ist auch okay für mich. Kann ich hier irgendwie... Wie würde ich denn da hochkommen? Gar keine Ahnung wieder, ne? So. Aber ich muss da weiterkommen, ne? Sieht so aus. Sieht so aus, aber wo stoppe ich denn den am besten? Ich glaube, ich darf den nur nicht so hoch stoppen. Ich glaube, hier ungefähr. Hier ungefähr dürfte das in Ordnung gehen. Oder? Ja. So geht's in Ordnung. Jawohl. Wie? Ich habe keine Wolle erwischt. Ja, Mensch. Ist ja auch schlimm. So. Jawohl. Und hier hoch. Ah, das war nur ein Bonus, oder wie? Ah, das war nur ein Bonus. Ich hätte gedacht, ich muss da hoch. Weil hier rechts auch ein Pfeil lang zeigt. Aber wo muss ich dann hin? Ach, hier hoch. Hier hoch, Leute. Hier hoch. Ah, Gugene, Gugene, ich muss hier hoch. Mama, ich bin oben. Mama, Gugene, Gugene, ich bin oben. Ist das nicht schön? Gugene. So. Und jetzt hier wieder das ganze Time. So, ich glaube, hier halte ich den ungefähr an. So, ja, das sieht gut aus. Und den Typi hier ungefähr. Oder? Ich hab zu wenig Wolle. Ich hab zu wenig Wolle. Ja, Mensch. Ist ja schlimm. So. Eins. Und zwei. So, was gibt's denn hier? Geht's hier dann weiter? Ah, hier oben geht's weiter. Aha. Interessant. Interessant.
So, aber lass mich erstmal hier gucken. Vielleicht ein paar Herzen für mich? Ja, danke. Dann fühle ich mich nicht mehr so... so, lebensmüde oder... ja, nicht lebensmüde. So, ja. Dann fühle ich mich ein bisschen sicherer, sagen wir so. Mir fehlt gerade das richtige Wort, das ich suche. Ja, da komme ich auch nicht hoch, oder was? Ja, Mensch. So, dann nehme ich hier noch ein bisschen Wolle mit. Komm. Kommt da keine Wolle mehr. Dann nehme ich halt hier Wolle. So, ich muss überlegen, wo halte ich den am besten an? Hier ein bisschen niedriger. So, dann den Typi da ungefähr. So. Okay. Ja, das dürfte passen. So, und ich glaube, dann kommt hier auch bald das Ziel, oder? Ja. Ja, sieht so aus. So, kriege ich noch das Wollknäuel? Ja, kriege ich noch. Aber das erste habe ich leider verpasst. Das wäre wahrscheinlich in diesem Raum mit dem Schirm gewesen. Ne? Würde ich jetzt mal schätzungsweise schätzen. Aber Leute, das soll uns egal sein, denn das war's vom Part. Und lasst Abo, Like und Kommi da. Und dann ist alles wunderbar. Ich danke fürs Zuschauen. Und tschüss.